Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei World of Warcraft Burning Crusade beziehungsweise bei World of Warcraft Classics The Burning Crusade, obwohl da immer nur Burning Crusade steht. Ja, ich bin der Chris von einem Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Ne? Schön, dass ihr wieder da seid hier zu Blablabla. Ja, wir befinden uns hier gerade bei der Allianz auf dem Server in Vinoxis, ne, den Classic-Server Vinoxis. Und ich habe mir hier bereits eine Allianz Drenai Tussi erstellt, und zwar eine Schamanin. Ich hätte jetzt auch so einen Boy nehmen können, aber ich dachte mir, ne, was soll's, ne, nehmen wir mal hier so eine Zuckerschnecke, ne, mit so einer schönen 80s Frisur, ne, oder, ja doch, 80s, ne, ne, Anfang 90s. Ja, einfach nur, ich hatte schon in einem letzten Part erwähnt, ne, ich hätte gerne einfach, weil Burning Crusade Classic jetzt gerade frisch raus ist und so weiter, zumindest die Startgebiete der Drenai sowie auch der Blutelfen gequestet. Einfach nur, dass ich ein Video habe, ne, hat keinen besonderen Grund oder ähnliches, ne. Ich wollte es einfach mal machen. Ne, und ich würde sagen, ich habe sie halt schon erstellt, Name hat sie auch, ne, ich würde jetzt einfach mal die Welt betreten, wir gucken uns das Intro an und klatschen uns einfach mal so ein bisschen durch das Startgebiet, ne, ohne irgendwelche besonderen Ziele jetzt gerade. Ja, und wir schauen einfach mal. Los geht's. Burning Crusade, ne, der brennende Kreuzzug. Ja, vor denen sind die Drenner ja, glaube ich, auch abgehauen. Ne? Und ich glaube, schlussendlich, wenn ich die Lore richtig im Kopf habe, dann ist auch die Exo da. Ne? Genau deswegen abgestürzt. Ne? Die sind verfolgt worden, ne? Die sind geflohen. Ne, aus, wie heißt das nochmal, dann aus, war das dann aus Drenor oder so? Keine Ahnung. Ne, von der Scherbenwelt halt, ne? Ich weiß nicht, wie der Planet ursprünglich hieß. Wir nennen es ja immer nur die Scherbenwelt. Vor einem Monat zerriss eine schreckliche Explosion die Luft über dem nördlichen Kalimdor. In diesem Augenblick stürzte das große Schiff Exodar vom Himmel und schlug auf der Welt Azeroth ein. Auf ihrer Flucht aus der verwüsteten Scherbenwelt benutzten die edlen Drenai die dimensionsreisende Exodar, um eine sichere Zuflucht zu finden. Angetrieben von den Legenden über die heroische Allianz, die sich gegen die Macht der brennenden Legion erhoben hatte, sind die Drenai gekommen, um Hilfe für die Rückeroberung ihres zerstörten Heimatlands zu suchen. Als Behüter der Lehren des heiligen Lichts und Bewahrer des Lebens hoffen die Drenai, einen neuen Zusammenschluss von Kriegern formen zu können, um die brennende Legion zu bekämpfen und ihren schrecklichen brennenden Kreuzzug aufzuhalten. Nur mit Mut und dem unerschütterlichen Glauben an das Licht bewaffnet, machen die Drenai sich auf, die Allianz zu finden und sie zu dem Schicksal zu führen, das sie über den Himmel von Azeroth erwartet. Die Zukunft zweier Welten liegt nun in euren Händen. Nee, süß. Ja, ich hatte mich da gerade ein bisschen gewundert, warum der Sprecherton doch so arg leise ist. Aber kann ich jetzt leider auch nicht ändern. So, ich mache mal eben hier meine zwei, drei Anpassungen. Ritt. So, schnell plündern. Jawohl. Untere Leiste. Jawohl. Und ich glaube, so viel mehr muss man hier gar nicht tun. Ja, das andere kann man erstmal lassen. Ja, Level 1, ne, die kleine Belfry, da ist sie. Den Punkt machen wir mal hier hin. Ja. So, ich habe mir schon im Vorfeld hier ein paar Taschen hingeschickt. Und ich warte mal. Das ist der Townmaster, ne? Ich glaube, der funktioniert hier allerdings nicht mehr. Deswegen können wir den ruhig hier mal deaktivieren. Ne? Oder wahrscheinlich. Ja, ganz schön drollig. Ich glaube, ich habe noch nie eine Drenai-Frau gespielt. Ne, machen wir einfach mal. Ne, gucken wir uns die Gegend hier einfach mal so ein bisschen an. Ich hatte das damals zwar auch schon gespielt. Ne, aber das ist ja. Wir haben uns nicht vergessen. Genau, das ist ja irgendwie so ein bisschen Pflicht hier. Ne? Lauf, kleine Drenai. Ne, wobei ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, also dieser Akzent, ne, ich weiß nicht, ob man das so. Darf man doch heute noch so sagen, ne? Das ist ja so ein bisschen hier, so wie so ein Zigeuner, ne? So in, würde ich jetzt fast sagen. Ne? Ist nicht beleidigend gemeint, ne? Im Gegenteil, ne? Ich, irgendwie stehe ich da drauf, ne? Auf den Akzent. Die Naru haben uns nicht vergessen. Verliert euren Glauben.
So, natürlich erstmal Quests einsammeln, ne? Los geht's. Das Glück sei mit euch. Möge eure Familie gesegnet sein. So, und jetzt heißt es langsam ein bisschen hier auf die Tube drücken, ne? Gabe der Naru. Was haben wir denn hier? Halt das Ziel 15 Sekunden lang um 50 Schaden. Okay, wenn der mitwächst, dann könnte der nachher interessant sein. Jetzt sind wir, wie gesagt, erstmal Schamane. Ne? Wir haben noch keinerlei Pütjes, die wir irgendwie vergeben können. Ne? Das heißt, wir sind noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne, wir können Blitze schleudern. Ja, und das machen wir dann auch mal. Ne, hier, Blitze. Basum. Da fliegen die kleinen Kügelchen. Ich kann das noch nicht zaubern. Ja, und auch die Motte bleibt nicht verschont. Ne, hier, zing, zang. Das lädt immer noch auf. Ne, ich glaube, das Fiese ist mit Burning Crusade, jetzt ist es ja nicht so, dass einfach nur die Allianz auch Schamane spielen kann und die Blutelfen halt auch Paladine, ne, sondern die Zauber, die sind ja auch alle so ein bisschen angehoben worden. Ne, also die hauen irgendwie noch mehr rein, habe ich zumindest so das Gefühl. Ich muss näher ran. Ich habe zu wenig Mana. Ne, eigentlich dürfte man gar nicht questen. Ne? Man müsste einfach nur kloppen, kloppen, kloppen. Ja, ich glaube, selbst hier, wenn ich hier rangehe, ne, und hier, komm, ich hau einfach. Bock. Ne, auf den dicken Mottenkopf, ne? Bock, bock, bock. Ich stelle mir das gerade so live vor, ne? Diese riesige Motte, die mit ihrer Spannweite hier knapp einen halben Meter über dem Boden fliegt. Ja, und wir kommen und hauen ihr mit dem Knüppel immer wieder auf den Kappes. Sorry Leute, ich habe gerade ein ganz merkwürdiges Bild vor Augen. Ne, aber okay, zwischendurch kann man das mal machen. Ne? Wir sehen gerade, in der Zeit ist unser Mana auch ganz automatisch wieder aufgeladen. Ja, was soll ich sagen? Also unabhängig davon, dass ich das Spiel technisch eigentlich ganz gut fand damals. Ne? Ich meine, ich habe natürlich auch sofort Blutelf Paladin erstellt, ne, ist klar. Man war dann zwar auf der Horde so ein bisschen festgelegt, aber ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen bei der Horde festgelegt inzwischen schon. Ne, und habe mich natürlich dann über den Paladin gefreut. Ne? Ich hatte zwar einen Allianz-Paladin, dann auch auf Max-Stufe, aber... Ne, ich fand es eben halt genial, weil ich mag die Klasse eben halt so als ich. Ne? Also ich bin... ja, ein Druiden-Paladin irgendwie, ne? Das sind so meine Klassen, ne, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. So, und ich weiß gar nicht, ob das vorher schon so war, weil ich ja wirklich nicht drauf geachtet hatte, aber jetzt haben wir eben halt auch als Paladin, ich meine, wir sind Schamane, aber ne, die Paladine haben jetzt auch dieses Schild des Rächers. Wir wurden also dann doch so ein bisschen als Tank etabliert hier. Ich meine, waren sie vorher auch schon, aber da sind sie nicht so gerne mitgenommen worden. Ne? Und während jetzt die ganzen Paladine, die da eben halt hochzocken, ne, ich lese es im Chat nonstop normalerweise. Oh, und absolut, apropos Chat, den muss ich doch noch schön einstellen. Moment. Ne, so, zack, 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 zack. Ich meine, da ist jetzt nichts Gravierendes, weil ich hier irgendwie verstecken müsse oder so, ist eben halt Macht der Gewohnheit. Warum geht das nicht? Maler, also ist hier irgendwas nicht richtig? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch aussieht. Ne? Ich sehe das hier nur auf meinem Kontrollmonitor ganz klein. So, hier, dem schlagen wir auch den Schädel ein, den kleinen Mops. Ne? Die haben sie dann später schwarz eingefärbt und beim Mist of Pandaria dann einfach als Schar ausgegeben. Ne, nur keine Charaktermodelle hier verschwenden, weißt du? Ne, was ich eigentlich sagen wollte ist, ne, hier haben wir jetzt eben halt die freie Auswahl. Natürlich haben wir ja mittlerweile auch unseren Hordenschamane, ne, der, ich weiß auch nicht, der dümpelt irgendwo mit 33 hier oder so, dümpelt der irgendwo rum, ne, aber okay, auch der wird noch gespielt werden. Und mit dem Add-on, jetzt haben wir eben halt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann, wenn der Caster ist zum Beispiel, ja, dann machen wir aus ihr ne, so eine Kloppeline zum Beispiel, ne, oder... Wie auch immer. Ne? Also man hat da so ein bisschen mehr Freiheit. Ne? Das war bei mir damals immer so ein bisschen der Grund für die ganzen Twinks. Ne? Ich wollte immer alles sehen. Das ist zu weit entfernt. Ne? Man könnte jetzt böse Zungen würden sagen, ja, und deswegen wirst du auch nie mit irgendwas fertig. Ne? Aber ne, ich hätte fast gesagt, ich gelobe Besserung. Ne? Aber nein, mache ich nicht. Ne? Ich bleib dabei.
Ich kann das noch nicht zaubern. So, wie ist hier im Raum noch? Was ist der hier? Was liegst du hier so untätig in der Gegend rum? Soll ich so tun? Oh, diese Schmerzen. Alles klar. Nicht genug Mana. Die Mutter, die kriegt dann auch noch so richtig ab hier. Bumm! Vor allem diese kleine Pumpe. Ich stelle mir wirklich vor, man rennt draußen mit so einer Pumpe rum und haut irgendwelche riesen Motten in den Schädel ein. Das ist ja makaber, makaber. Auch so ein Phänomen hier, dass man da erstmal fünfmal dran rumziehen muss an dem Hebel, wo hier was passiert. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, hier. Mutationen sollen wir noch. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie weit ich das Spiel jetzt hier eben halt treibe. Ne? Also ich meine, die Erfahrung zeigt mir, ich stehe ja auf alle meine Charts. Ne, und finde auch irgendwie immer einen Weg, die dann immer noch mal immer wieder zu spielen irgendwie. So, das wäre auch erledigt. Ne, gucken wir einfach mal, ne, wie weit wir jetzt kommen. Ne? Mein erster Gedanke war, ja komm, man kann doch hier bis Level 20, bis man am Startgebiet raus ist und so weiter. Also ich gehe doch schon tatsächlich davon aus, dass wir hier das Startgebiet auf jeden Fall durchspielen. Jetzt nicht unbedingt in einem Video, aber ne, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann habe ich meinen Charakter wahrscheinlich so lieb gewonnen, dass ich sage, ja, ne, weiter geht's. Möge das Licht euch umarmen. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Nimm den Weg, den nur wenige gehen. Ich finde einfach geil, wie die so quasseln. Hallo. Möge das Licht euch umarmen. Was hast du denn Schönes für uns? Wir sind erstmal Schamane. Das heißt, ich glaube am Anfang auch Leder. Ne, und dann eine schwere Rüstung oder so, ne? Dionys Acker. Ich wünschte, ich wüsste, was der davon sich gibt die ganze Zeit. Jeder Tag ist ein Segen. Los, mach, dass ich EP kriege, und zwar viel davon. Was? Roma hegt corta. Was? Ja, Waffe des Felsbeißers. Boom. Ausbilden. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Normalerweise muss man doch erstmal hier tonnenweise Geld sammeln, bevor man dort überhaupt... Ihr werdet zurückkommen. Ja, ist klar. Ein Trainer kann sowas nicht auch sagen, ne? Was? Hat der den gerade abgemurkst? Wir kamen zu spät. Achso, ja, die können wir noch nicht so ganz annehmen. Wir sind noch nicht qualifiziert genug oder so, ne? Hey, gucken wir mal hier aus der Ritze. Da gibt es doch bestimmt auch noch irgendwelche Quests. Bling. Möge das Licht euch umarmen. Dionysaka. Kronaki Christor. Hey, oder würdet ihr sagen, das ist mehr so ungarisch? Seid wachsam. Hört sich an wie hier, wie im ungarischen... Kann ich zu Diensten sein? Massagecenter oder so. Ja, kann ich zu Diensten sein? Zwinker, zwinker. Gehabt euch wohl. Moment, ich muss mir erstmal meine knallharte Waffe des Felsbeißers hier reinziehen. Ne, ich bin zwar die ganze Zeit am Casten und das hat keinerlei Auswirkung auf meine Wumme, aber... Mich irritieren immer so Quests, die ich nicht annehmen kann. Akal Hektar.
Akal, weißt du? Wenn die aber trotzdem hier angezeigt wird. Da, Ausbildung zum Schamane. Jetzt fühlt mir doch. Fragen über Fragen. Wann kriegen wir nochmal den Geisterwolf? ja, das dauert jetzt auch wieder bis Level 20, ne? So. Wie ich richtig sehe, dann sollen noch mehr Motten in den Schädel einschlagen. Eulkin. Überlebende der Trainer gerettet, ne? Habe ich ja nicht vorhin schon gemacht? Der lag da so untätig in der Gegend rum. Da hinten ist noch einer. Unproduktive Ausfallzeit nennt man sowas. Ihr Junge läuft bei dir, ne? Los, hoffnungslos oder? Ja, da macht man keine Witze drüber. Okay, dann suche ich mir eben mal nur ein. Und könnte mal hier, warte mal, ich kann mit dem Maus da drüber gehen. Die werden mir hier angezeigt als, ich muss wohl so hauen, aber. Aber. Normalerweise steht dann ja in den Tooltips da unten rechts, steht dann da immer irgendwas dran. Lebst du noch ein bisschen? Die Gabe der Naru, das ist es, was er wollte. Ne, der will keine normale Heilung. Nein, 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 der braucht Exclusives. Ach, und da sehe ich gerade hier total verpeilt im Chat. Ich bin ja gar nicht alleine. Ich werde beobachtet. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, sage ich mal. Ne? Ein fröhliches Kuckuck an diesem sonntaglichen Abend. Lasse ich mal hier den Rechner nicht kalt werden. Ja, ich glaube, wenn ich einfach weiter Motten geklatscht hätte, ne, dann wäre ich jetzt mittlerweile Level 5 oder so. Arkenon Horus, erinnert euch an die Lehre der Vergangenheit. Ja, erinnert euch. Peitscherprobe. Verderbte Blume. Ja, richtig was zu tun hier. Ja, vollkommen natürlich aussehendes Wasser. Eulenwiesen. Hier, warte mal, ich komme ein bisschen näher und ich läuter dich mal. Bereit. Ich hab zu oft gedrückt. Hier, dann läuter ich dich. Das weiter. So herrlich dick. Hallo. Du wirst geläutert und dir brate ich jetzt den Arsch gar. Was ist, wenn ich mit meiner Keule komme? Ja, Bock.
tatsächlich. Warte mal, kann ich dich auch läutern? Du siehst aus, als wenn du geläutert werden willst. Nein, geht nicht. Ne, Auto hit for the win. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ne? Ich sehe gerade bei mir im Stream Labs OBS. Das sind Fehler, Moment. Ne, Übertragungsfehler. Ne? Ich sehe ja nur normal. Warte mal. Ne, Notfallstopp. Da muss ich mal kurz gucken. Wo alles so flüssig läuft, wie ich mir das vorstelle. Der Stream, wieso hängt der denn so weit hinterher? Ach du liebes Lieschen. Ich bin schon 15 Minuten weiter. Okay. Leute, ja, okay, entschuldigt ne, die Unterbrechung jetzt irgendwie, aber das ist ganz merkwürdig. Also da ist echt viel Zeit, ne, also ein riesen Delay irgendwie hinter dem, wo ich am Spielen bin und was gerade im Stream zu sehen ist. Ja, da ist ja locker eine 5-minütige Verzögerung irgendwie bei Twitch. Das ist aber merkwürdig. Ich meine, hat keine großen Auswirkungen, ne? Außer dass es eben halt nicht alles so richtig live ist. Also schon irgendwie, aber eben halt nicht so richtig. Ne? Muss ich im Auge behalten. Ja, aber es sah aus, als wenn alles gut und ruckelfrei läuft. Also mache ich erstmal hier ganz normal und regulär weiter. Ja, hast du eine energische Läuterung bestellt? Ich brauche mehr Mana. War mal kackfrech hier hin. Nee, irgendwas scheint da oben zu sein. Nicht genug Mana. Ja genau, ne? Hier so ne, Tasmanisch, Transsilvanisch, ne? Grafzahl. Oder Grafzahl, ne? Eins. Zwei. Drei. Ich habe kein Ziel. Nee, vielleicht ist das der Grund, warum ich das so geil finde, so in Unterbewusstsein. Ne? Immer so ne, die Verbindung, weiß nicht, an die Sesamstraße oder so. Drei Blitzschläge. Eins. Zwei. Drei. Ja, ja, WoW Classic. Ne? Ich wollte ja in Erinnerung schwelgen, aber das ist ne zu weit. So, hier ist irgendwas, was glitzert. Ne, da gehen wir mal ganz nah ran. Ne, ich nehme alles, was glitzert. Ja, aber bilde ich mir das ein? Also auch ihre Bewegung jetzt. Ich meine, das sind ja noch nicht die komplett überarbeiteten Modelle, ne? Also die sind schon so ein bisschen, ne, wenn man sich die dicken Finger da anguckt, so ein bisschen mehr Polygonmonster, kann man schon fast sagen, ne? Aber, wollte ich gerade sagen, aber, ne, dann die Oberweite, die sitzt. Ne, aber die hat so einen, ihre Bewegungsablauf, ne, ist so schön federnd. Ne, also da könnte man jetzt echt nicht mauen. Ich weiß gar nicht, wann haben sie eigentlich die Welt überarbeitet, das war mit Kataklysm, ne?
lokalisieren. Was wir auch gesagt haben, die verschiedenen Charaktermodelle werden jetzt hier erstmal dramatisch und enorm angepasst. Und ich sag euch auch, das würde mich nicht wundern. Also, ne, ich bin ja ein großer Fan eigentlich von diesen Klassik-Kisten hier. Ne? Und ich bin auch der festen Meinung, ich habe eigentlich jahrelang, also ich, seit ich denken kann, sage ich, genau so hätte das damals sein müssen. Ne? Add-on kommt raus, ne? Aber es muss deine Entscheidung sein, spielst du das, ne, oder nicht. Und ohne Scheiß, das hätte ich mir damals schon so gewünscht. Ne? Dann hätten viele Leute, die hätten dann erstmal, ne, in ihrer 60er-Phase, wären sie geblieben. Ne, oder hätten so einen Charakter eben halt transferiert. Ne, man hätte aber trotzdem den 60er-Content weitermachen können. Ne, und das mit jedem einzelnen Add-on. Ne? Ich meine, da stellt sich dann natürlich zwangsläufig auch so ein bisschen die Frage, wie weit will man das Spielchen treiben. Ne? Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, ne, Wrath of the Lich King geht noch. Ne, da ist man auch, ne, Nordend und so weiter, ne, so ein komplett abgeschlossenes Ding für sich selber. Jawohl, im Grunde kann man das wirklich bis zum Exitus treiben, oder? Also selbst Kataklysm wäre ja möglich. Ne, man sucht es sich ja aus, ne, man kann ja... Ne, quer durch. Ne, hast du 2 Chars, hast du bei Burning Crusade, ne, 3 Chars hast du noch bei Classic. Aber man kann spielen, was man will, ne? Und kann den Endcontent mitnehmen, wie man will. Ich glaube, hätten sie das damals gemacht hier, dann... Ne, ich glaube, das wäre besser gewesen. Ich meine, so hat man halt alle Leute in eine Richtung gedrängelt, ne? Die hatten halt nicht die freie Wahl. Ne, aber so langfristig betrachtet, ne, wäre es einfach besser gewesen. Finde ich jetzt. Ne, sag ich mal so in meinem... Jugendlichen Leichtsinn. Hier, puck, puck. Da legst du ihn nieder. Noch eine Zwangsläuterung. Ja, dann lassen die uns ja echt hier bis oben am Hügel und hier stehen die ganzen Dinger dann rum. Was ist los, mein Freund? Du wirkst verwirrt. So, auch das wäre erfolgreich abgeschlossen. Oh, ganz falsch. Ganz Nistelhügel, aber ganz falsche Richtung. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ja, Nüssel, also eventuell später, ne? Wir laufen erstmal ein Stück zurück. Belfry. Wir können uns ja heilen. Drollig. Ja, jedenfalls bin ich auch gerade wieder so ein bisschen angeheizt durch eben halt The Burning Crusade. Nicht, weil das jetzt irgendwie halt die Neuerung ist oder sonst was, ne? Aber das bringt bei mir zumindest so ein bisschen den Drang, den Wind wieder so rein, wenn meine Classic-Charaktere so ein bisschen weiter hochzuspielen. Ich hatte mich die letzten Monate ja dann doch relativ heftig eigentlich in die Schattenlande gestürzt. Die Naru haben uns nicht vergessen. Andererseits ist da meiner Meinung nach nicht mehr besonders viel zu holen. Moment, Stärke zum Draufhauen ist ja interessant. Nehmen wir mal so weit hier. Dionys Akka. Ja, ja, genau. Die Naru haben uns nicht vergessen. Such den Pfad des Lichts. Jeder Rüstungsfetzen ist irgendwie wertvoll hier. Was wollte ich sagen? Ja, Shadowlands. Man hat mittlerweile so ein bisschen alles erreicht und neuer Content kommt irgendwie nicht nach. Ne? Also, ne, er wurde zwar angekündigt, aber wo ist er? Wo ist er nur?
Jetzt gebe ich zu, jetzt bin ich jemand, der sich hier relativ reinsteigert, ne, und dann auch relativ exzessiv spielt. Ich sag mal, ihr habt ja ungefähr, ja komm, lass mal 10% gewesen sein, was ihr an Videos gesehen habt, ne, von dem, was ich gespielt habe. Also da ist ja, ne, da steckt ja ein bisschen was hinter. Und wie gesagt, jetzt ist man irgendwie überall durch und, ne, weiß gar nicht so recht, was man machen soll. Jetzt bin ich aber auch nicht... wie sagt man, ne? Krank genug im Hirn, um jetzt weiter noch irgendwelche Dailies da irgendwie runterzureißen, weil wofür? Licht, ich brauche diese Anima-Scheiße nicht. Licht. Ich brauche Torghast nicht, ich brauche diese... Ich habe vergessen, wie das heißt. Hier diesen Schlund, ne, den brauche ich überhaupt nicht, ne? Der macht überhaupt keinen Spaß. Ist das ein Anzeigefehler? Hier, Moment, ich muss noch mal... Lebt noch einen Tag. Ja, was? Was wollt ihr, Fremder? Na, Erdschock. Tschüss. Tschüss. Boom. Schocksauber. For the win. Naja, auf jeden Fall ist die Luft bei Shadowlands jetzt tatsächlich so ein bisschen raus. Also ich logge da zwar ab und an mal immer noch so ein und ja, dann wird mal hier ein bisschen gespielt und da mal ein bisschen was gemacht, ne? Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich kann die Instanzen im Moment selber nicht mehr sehen. Ne? Also, das ist, ne, so abgesättigt, weil man hat halt nur diese drei. Ne, vier sind das, ne? Vier. Ne, mit viel Fantasie. Ja, und ich weiß nicht. Obwohl der Ansatz, der war so gut. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, ich meine, ich hätte das natürlich auch immer gerne gemacht, ne? Aber ich bin eben halt in keiner Gilde, ich bin quasi hier so ein Einzelspieler, der so für sich eben halt casual eben halt so ein bisschen spielt, ne? Nur ein bisschen exzessiver als vielleicht der ein oder andere. Ne, aber für mich, wie gesagt, Shadowlands, ne, ist durch, ne? Also ich brauche keine Schlüsselsteine, keine mystischen, das macht man mit random Leuten sowieso nicht. Ne, also das ist irgendwie gewöhnlich. Ist noch nicht bereit. Das nächste Addon kann kommen. So, wo ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet war, ob da irgendwie irgendwo diesen alter gammeliger Briefkasten rumsteht. Ich habe mir nämlich schon 16 Taschen rübergeschickt. Ich habe zu wenig Mana. Bock. Hey, hau der Blume auf den Kopf. Halt wieder ganz komisches Kopfkino. Hm. Töten. Ja, aber sie sieht drollig aus in ihrer Lederhose, oder? Ja, nie selber gespielt, aber doch relativ häufig reingeguckt. Ne? Und da hat man dann, glaube ich, auch schon fast alles gesehen, was da irgendwie interessant ist. Ne, ich habe es auch selber schon ja, ein paar Mal angesprochen, aber ich wiederhole mich ja irgendwie trotzdem immer, ne, in jedem einzelnen Video. Ne, ich habe so irgendwie das Gefühl, es wurden hier verschiedene Sachen aufgebaut, so storymäßig. Ne? So wie eben halt hier zum Beispiel die Ravendread, hier diese ganzen Vampir-Fuzzis und dieses untereinander so ein bisschen, dieses Dekadente, ne? Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Oder hier die Pelegos, ne? Wie sie hier bei den, ja, wie heißen die? Ne, bei der Bastion, so diese Reise, ne, ah, wir sind Verstorbene und wir wollen aber irgendwie helfen, dienen, ne, diese verirrten Seelen, wenn sie kommen und so. Also das ist so von der Idee her, war es mutig damals, ne, so einen Schritt zu gehen, sag ich einfach mal. Hat aber funktioniert. Also das ist, da wurden viele interessante Sachen eben halt aufgebaut. Ne? Auch wo kommen diese Uralten her, die das eben halt gegründet haben, also die Shadowlands. Ne? Wer hat beschlossen, ne, dass Leute sterben? Ne, muss man sich in dieser Welt hier tatsächlich mal so ein bisschen doof fragen. Ne? Und wer hat die Welt dahinter und warum? Ne, dieses Shadowlands eben halt, also das war, da waren viele, viele richtig gute Ansätze. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Storys einfach so abgewürgt werden.
um so schnell wie möglich das nächste Add-on raushauen zu können. Ne? Also, dass man da gar nicht großartig nachpatchen muss, weil ein Patch bringt kein Geld. Ne, das ist was, was man den Leuten eben halt einfach so andreht irgendwie. Ne? Ja, komm, dann könnt ihr eben halt fliegen. Jetzt gehen wir auf eure Wünsche ein. Ne, die wir vorher alle weggelassen haben. Ne? Weil für ein Add-on können sie Geld verlangen. Ne, und deswegen, ich denke mal, da werden mehr Leute gerade schon wieder an dem nächsten Add-on sitzen, als an dem Patch, der ja eigentlich auch schon hätte da sein sollen. Und ich sag mal, der kommt die nächsten 3 Monate nie raus. Ne, einfach mal ganz objektiv betrachtet. Ne, ich meine nicht, dass ich nicht auch interessiert bin, was wohl als nächstes passieren mag hier in unserer World of Warcraft. Ne, aber... Ne? Ne, wie gesagt, man hat es schon gemerkt, das ist schon ziemlich lange her, da habe ich dann auch in irgendeinem Teil, in irgendeinem Video habe ich dann erwähnt, ich fand das ein bisschen komisch, dass wir sofort in dem nächsten Dingen gegen Sylvanas antreten. Ne, es hat sich jetzt über mehrere Add-ons sogar hingezogen. Ne, dieser Plan, dass sie Kriegshäuptling wird und was sie dann da eben halt tut, ne, in den Krieg zieht und was sie eben halt alles so getan hat. Ne, und dass sie dann als Kriegshäuptling abgelöst wird. Ne, aber ihr wisst ja, was sie alles getrieben hat. Ne, also da ist ja richtig was an Geschichte für die Lore irgendwie mit drin. Ne, und da wurde dann klar, oh, guck mal, die hat sich mit jemandem verbündet im Jenseits und so weiter. Ne, also richtig harte Kacke, die da... Ne, fabriziert hat. Richtig gute Story-Elemente, ne? So nach dem Motto, und weißt du was, ne? Lich King, ne? Ne, jetzt nehme ich deine Maske und reiß sie erstmal kaputt, ne? Und das war, wie gesagt, mutig, aber gut, ne? Also, so, jetzt muss ich nochmal erstmal gucken. Verderbte Blume. Muss ich die hier irgendwo pflücken, oder? Muss ich so lange draufhauen, bis... So, jetzt stehe ich dann gerade wieder um Schlau. Sehe ich hier eine Blume, die zu pflücken ist, oder? Peitscherproben. Sammelt 3 verderbte Blumen und kehrt zum Lehrling zurück. Ja, okay, aber an meiner Position... Ah, hier, die großen Roten, okay. Habe ich doch glatt übersehen. Naja, auf jeden Fall hatte man da schon so ein bisschen das Gefühl, ne, jetzt schon gegen Sylvanas, ne, das kommt mir ein bisschen früh vor, ne, also ein bisschen komisch. Ne, genau wie halt die erste Instanz, da geht es dann auf einmal schon, oh, hier, ne, Denatrius, ne, zack. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob du schaffst. Killerblumen kommen von überall. Die kommen wirklich von überall. Ja, auf jeden Fall, ne, ohne jetzt aber auch irgendwie wie so ein Hater klingen zu wollen. Oder, ne, ich spiele ja auch immer noch Shadowlands und ich habe da auch tatsächlich meinen Spaß mit. Ne? Aber das ist ein Add-on, ich weiß nicht, also, muss man nicht haben. Ne, muss man nicht gekauft haben oder ähnliches. Nicht genug Mana. So, jetzt mal hier. Ne, Rettung in letzter Sekunde. Ja, aber viel mehr als das, was wir gespielt haben hier, ne, passiert da eben halt auch nicht. Also ich warte auf dieses Add-on und noch verschiedene Erweiterungen, aber ich habe das Gefühl, es wird eben halt ein klitzekleines Gebiet freigeschaltet werden, wo ein paar zusätzliche Dailies, ne, also Weltquests irgendwie abgerissen werden können. Irgendwelche dreckigen Torgas-Sachen werden noch zusätzlich dazu kommen. Hey, jetzt, ne, Torgas, doppelt so viele Gänge, ne, und doppelt so lange, ne, bei doppelt so vielen Etagen, ist das nicht geil? Ja, und die Leute schreien alle, yeah, monoton, monotone Eintönigkeit, ja. Ja, nee, also. Nee. Das Glück sei mit euch. Da mache ich das auch lieber so, wie ich das gerade mache. Ne, lieber mache ein kurzes Päuschen zwischendurch. Was ist das?
Blutelfenspeer haben sie sofort hier eingebaut. Ne? Sofort den Hass schüren, ne, Blizzard. Ja, ihr sagt mir welche. Immer noch auf. So, hier, ihr Elfengesindel. Nehmt mein Knüppelchen, hau ich euch beide den Kopf ein. Hey, seht nur einen Schamane. Man merkt das jetzt schon, ne? Scheiß auf die Blitze, die wir hier abschießen können. Diesen hier Auto-Hit fertig. Ja, das hast du. Auch ein Schild. Bis der Gutachter bzw. die Gutachterin wieder da ist. Ne, danke. Ne, also da merkt man erstmal, wenn man Classic spielt. Ne, das Beste, was sie gemacht haben, war dieses. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne, Phasing ist ja das falsche Wort dafür. Ne, also dass man auf jeden Fall. Ach Moment, ich habe noch hier ein Schild. Dass man zu zweit, ne, also auch wenn man nicht in einer Gruppe ist, auf irgendwelche, ne, Leute kloppen kann und die trotzdem gezählt werden. Ne? Also ich finde eine der besten Änderungen. Ich glaube, das kam damals mit Mist of Pandaria. Ne? Oder gab es das schon zu Kataklysm? Ich weiß gar nicht. Ich habe kein Ziel. Hier, du Elfe, du. Da wir ja wissen, ne, Mode ist alles, ne, ziehen wir uns ein Kleidchen an. Ne, ja, guck mal hier, schamanistisch, das hat doch was. Neckisch. So, okay, dann blasen wir sie jetzt mal weg. Das lädt immer noch auf. Ich lade hier gleich auch mal einen auf. Ich brauche nur Mana. Mit der Powerpumpe. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aha. Doch, Moment, ich brauche noch ihn hier. Nee, für seine Frisur will man ihn alleine schon klatschen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt? Ja, ich habe das mit den Schilden, ich habe es schon gesehen. Nee, ich habe nicht drauf geachtet. Style ist unglaublich wichtig beim Dom-Schaman.
Ja, vor allem, wenn man hier so ein Weibchen spielt. Was wollte ich sagen? Wusstet ihr eigentlich, dass in Klissig oder zu Klissigs Zeiten der Schamane als Tank gedacht war tatsächlich? Arkenon Poros. Hat noch weder geklappt, also noch sonst was. So, hier könnten wir jetzt mal gucken. Süß. Ich denke, das hat besser aussehen. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Ich wünschte, ich wüsste, von welchen Lehren du redest. Moment. Habe ich die nicht gerade wegdezimiert? Kann das sein? Moment. Oder war natürlich war die das. Von der habe ich doch die Quest gekriegt. Wieso wird die mir nicht angezeigt? Verdammt. Nee, habe ich gepennt. Okay, aber wir sehen ja auch, ne, wir haben ja keinerlei Probleme oder so. Ne, Startlevel. Ja. Aber wie konnten die diese Elfenmodelle, also wie konnten die das damals erstellen? Sind zu ihrem Chef gegangen bei Blizzard und der sagte, ja, das machen wir. Ne, die nehmen wir. Ne, also mich würde die Geschichte echt mal interessieren. Also ich hätte da, würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen. Okay, nochmal die Gutachterin. Diese Leiche, die wir gerade weggeklopft haben, liegt noch da hinten, oder? Ich kann das noch nicht zaubern. Ist einfach das Ding in hier verbuggt. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das werden wir noch öfter hören. Ne, da haben wir wohl einen kleinen Bug hier, aber ist ja klar, ist ja auch gerade ne, neu rausgekommen. Ne, so Burning Crusade, das ist ja gar nicht 10 Jahre alt. Denn jetzt am besten hin. Ja, und hier werden wir dann bis 20 spielen. Ja, normalerweise, weiß ich gar nicht, bis Level 6 oder so ist man doch hier in den im allerersten Gebiet. Ne? Ich bin Belfry, die mächtige Schamanenkriegerin. Wobei Schaman, hier wird das so ein bisschen ne, als Erdenwächter und ne, Beherrscher der Elemente so rübergebracht. Wobei Schaman waren doch diejenigen, die hier Tierknochen mit Tierknochen gewürfelt haben und in Reihen die Zukunft vorhersagen konnten und lauter so ein Zeug. Da wurden doch ständig irgendwelche Sachen geopfert. Naja, ist eben halt ne, die Blizzard-Interpretation. Ne, und Blitze schießen ist ja auch ganz die lustig. Die Legion wird fallen. So, hier steht sogar dran, Waffenhand. Ne? Also, ich meine, unabhängig davon, dass wir sowieso noch keine Zweihandwaffen tragen können. Ne? Warte mal, und bevor ich gute das abgib... Gesundheit, langes Leben. Kommen, stöbert nach eurem Belieben. Ja, dieses Vendor, ne, also dieses automatische Verkaufen, da muss ich aber noch mal einen Blick drauf werfen. Ne, das Add-on scheint nicht zu funktionieren, ich brauche das unbedingt. So, machen wir mal so und so, ne, gute Gesundheit, langes Leben.
Das Ende der Legion rückt näher. Das Ende der Legion. Möge eure Familie gesegnet sein. Öffnet euer Herz dem Licht. Genau. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Ja, so kennen wir unsere Drenais. Bei den sieben Kristallen. Wer spricht denn da? Zweifellos. Diese Verständigung möglich. Grüße von... Ich weiß, mein Akzent ist total schlecht, aber ich mache das irgendwie total gerne. Abgeben. Ja, wobei ich muss sagen, ne, ich meine, hier sind viele, viele dampfende und rauchende Kristalle, aber wie eine Absturzstelle, ne, von einem gigantischen transdimensionalen Raumschiff, also sieht das für mich nicht aus. Kronakai Christor. Ja, wenn nicht sogar zwei. Such den Pfad des Lichts. Seid herzlich gegrüßt. Seid wachsam. Okay. So, dann haben wir noch Ruf der Erde. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das hat was mit unserem Totem zu tun. Ne, dann müssen wir ja hier als ne, schamanistischer Schamane immer extremst gesondert darauf Acht geben. Ne, und ich dachte, man kommt hier in dem ersten Video mal eben schnell ne, auf Stufe 20 oder so. Naja, scheiße ist. Ja, wobei, ich lass mich ja auch nicht mehr hetzen. Ich meine, mich hetzt ja auch keiner. Ne? Ich genieße dann tatsächlich eher, das hier ist so ein Charakter, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich ihn auf Stufe 70 spielen. Aber ich will Spaß jetzt beim Spielen haben. Ne? Und ich kenne diese Gebiete hier nicht und deswegen, oder anders, ich habe sie so selten gespielt, dass ich sie noch nicht auswendig kenne. Das ist was anderes. Ne? Ja, und da genieße ich die Show. Deswegen wollte ich dieses Video ja auch hier überhaupt machen und haben. Ne? Dann hat man es mal gemacht. Ne? Und... Ne, irgendwann gucke ich mir dann mein eigenes Spiel hier wieder an, in weiteren 10 Jahren oder so. Ne, wenn dann hier ein Classic Remake oder so kommt. So, töte 4 ruhelose, töte 4 ruhelose Erdgeister und kehre zum Geist des Tals beim Heiligen Hain im Ammental zurück. Ammental. So, ne, Apostroph. Hier gib ihm ne, Schläge, Kletsche, Boom. Wobei an unserem Hammer, ne, man merkt ja schon, dass das Ganze hier mehr auf Klopperei ausgelegt ist. Ne? Was ja auch neu war mit diesem Add-on. Ne, der Zweihand-Schamane. Aber ich glaube, auch das ging erst mit Stufe 20 oder so. Ich bin außer Reichweite. Ich habe mal überhaupt nicht aufgepasst, was wir überhaupt machen sollen. Wir verwenden Neutralisierungswirkstoff. Nee, erstmal hole ich die Elementare hier. Ich freue mich, also im Nachhinein, ich freue mich immer doch unglaublich, dass ich bei dem Schamane der Horde ne, endlich diese Classic Quest auch noch annehmen konnte und machen konnte, wie man hier wirklich durch die ganze Welt gereist ist, um alleine die Totems zu kriegen und so was alles. Ne? Ich meine, im Moment denkt man sich, jo, Scheißdreck, ne, aber ne, ich bin froh, dass ich die Videos habe. Moment, verwende Neutralisierungswerkstoff. Da, okay, zurück.
So, und dann werde ich gleich mal... Ich hoffe, der Stream hier hat bislang dann auch vernünftig funktioniert. Ich habe nämlich vorhin... Ich erwähne es halt gerne nochmal. Ich habe da so ein Delay wahrgenommen, als wenn Twitch nicht so schnell hinterherkommen würde. Ich stream hier zwar weg, aber ich kriege hier dann auch wirklich Fehler angezeigt und das ist eher merkwürdig. Normalerweise nicht so der Fall. Ich habe gerade selber mal getestet und das scheint im Stream, also ich komme an, nur eben halt mit einer gewissen Verzögerung, was komisch ist. Ja, also ich hoffe einfach, der Stream, dass bei euch alles klar ankommt. Wenn da jemand so ein paar Minuten Verzögerung drin ist, ist auch egal. Spätestens wenn das Video auf YouTube geladen wird, fragt eh keiner mehr nach. So, schau mal an, Lehrer. Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Nicht aufgeben. Niemals kapitulieren. Das Glück sei mit euch. Ein Erdtotem. Das nenne ich doch mal Erfolg auf ganzer Linie. Totem der Steinhaut. Puck. Was wir werden überleben. Totem der Erdbindung, ebenfalls geil. Und Welle der Heilung. Nun geht. Ne, willst du mich loswerden? Beim Schamane war es ja immer so, ne? Alleine schon wegen der Zeit, ne? Der Cast-Zeit. Da haben sich dann schon mal das eine oder andere Totem, beziehungsweise einen oder anderen Zauber mehr hier reingezogen. Ja, aber wir sind ja immer noch Stufe 6, ne? Also wir haben. Ne, da gehe ich auch noch hin, aber das Startgebiet haben wir dann. Passt durch, aber da waren doch noch. Ne, hier hinten Mistelhügel und so ein Scheiß. Obwohl, vielleicht kommt man da ja noch hin. Ja, komischerweise sind wir immer noch kein Geisterwolf. Ne, geht mir jetzt nicht darum, dass man wirklich jede einzelne Quest irgendwie hier runterreißt. Ne, aber wenn man dann gerade schon mal dabei ist, ne. Fast diesen, ne, dieses Riesending, ne? Berühren. Ja, recht unspektakulär, ne? Aber. Aber was soll's, ne? Schon fertig. Aber ich sag mal, zeitlich passt das ja auch alles. Ne, den ersten Eindruck hier konnten wir auf jeden Fall schon mal erhaschen. Ne, das erste, ne, also wirklich das Noob-Startgebiet. Ne, mit unserer kleinen schamanistischen Schamanin. Ja, beim nächsten Mal geht's dann ein Stück weiter rüber, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gleich noch in die Richtung rennen, einfach weil ich an den Briefkasten ran will. Ich finde ihren Gang so drollig. Und keine Panik, genau das gleiche werde ich auch noch mit den Blutelfen-Paladin machen. Wenn wir auch die Klassen kennen, wollen wir aber wenigstens die Gebiete mal kurz in Augenschein genommen haben. Arkenon Poros. Genau. Gute Gesundheit, langes Leben. Sie kommen doch aus demselben Volk, warum verstehe ich dich nicht? Mysteriös. Cool. Eine unberechenbare Mutation.
Nicht schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, nee, man ist dann hier tatsächlich fertig, oder? Ich meine, hier wird noch eine Quest angezeigt. Ausbildung zum Schaman verfügbar, aber Nisteltal, da braucht man gar nicht hin. Komisch. So, dann laufen wir mal in diese Richtung hier. Falsch, wir laufen in diese Richtung hier. Psst. Nee, wir sind Schamane. Nee, und auch wenn es sich schon wieder wie Rumgemose anhört, ne? Aber ich meine, ich als, also auch als Gestalter, ne, also auch Mediengestalter, Fotograf und Grafikdesigner und was weiß ich nicht alle, ne, so, ne, egal wie arrogant sich das jetzt anhören mag, ne. Also man hat ja auch schon mal reingeguckt, zum Beispiel hier in Blender oder ähnliches, oder hat sich die Unreal Engine mal so ein bisschen genauer angeguckt, ne, also wie einfach es ist, tatsächlich zum Beispiel fotorealistische Wälder zu machen. Ne, einfach nur, das habe ich mir beim letzten Mal angeguckt, wie man tatsächlich eben, oh, warte mal. Ja, da hat jemand halt mit Unreal Engine einen kompletten Wald, mit Waldboden, mit Morass, mit Spiegelung, Lichteffekte, Bäume und. Nee, jetzt muss man halt nicht unbedingt der größte Grafikdesigner oder Experte in dem Sinne sein. Man muss auch die Programme nicht kennen, ne? Also so schnell wie der da diese Bäume zum Beispiel reingehauen hat, ne, und irgendwelche Gebüsche reingezogen hat, das ist ja heutzutage auch alles nur Drag and Drop. Also Drag and Drop. Ne, das heißt tatsächlich, ne, man kann sich mit der Engine, mit der das hier programmiert ist, ne, wirklich, ne, hier ist eine glatte Fläche, ne, so ein riesiges Feld. So, dann geht man hin und sagt so, hier machst du ein Bärchen, ne, den zieht man dann hoch, so und so viel Prozent, ne, so und so viel Polygone, dann drückt man den hier und da wieder ein bisschen ein und dadurch kommen eben halt hier Höhen und Tiefen zustande. So, dann geht man wirklich mit so einem Brush hier drüber und sagt so, hier kommen jetzt diese Blumen hin. Also lange Rede, kurzer Sinn, ne, mit den ganzen Vorgaben, ne, und selbst wenn man die 3D-Modelle hat von diesen Bäumen und so was alles, ne, und Gras. Wie lange möge es dauern, bis man dieses Tal, ne, hier mit Bäumen, mit Gras, ne, und so was alles, ne, ein paar Texturen gefüllt hat? Ich sag mal, grob geschätzt, wenn man alleine arbeitet, 2,5 Arbeitstage, wenn man sich Zeit lässt. Nee, also ich weiß nicht. Und dann... Es ist ein bisschen wenig. Nee, also die haben sich hier... Ich meine, wahrscheinlich haben die mehr Zeit dafür gebraucht. Nee, aber ich weiß ja nicht, woran das liegt. Ich meine, man muss ja auch immer gucken, dass das optimiert ist. Nee, dass bei uns, nee, auch das ankommt und... Die Spieldaten kommen ja nicht vom Server. Nee, die sind ja bei uns hinterlegt. Nee, das ist ja das Problem. Deswegen haben wir ja diese Lecks, wenn mehr als 20 Leute irgendwie auf einen Haufen stehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit sagen will, aber... Möge das Licht euch umarmen. Theoretisch könnte jede Woche ein neuer Patch rauskommen. Ne, schwerer stelle ich mir tatsächlich vor, ne? Balancing. Ne, weil so eine Quest, also so ein Questgeber hier hinstellen, ne? Und dann irgendwo hinjagen und so, das ist doch alles schnell gemacht. Sag ich mal ganz Seid optimistisch. Gesegnet. Gute Reise. Aber das Grüße, aber auch hier Freund. Ein Ding mit dem Zaunpfahl, ne? Ne, könntest du mir Angeln beibringen? Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Schnapper. Ne, ist das tatsächlich hier so eine Angelquest, die wir hier haben? Ne, unglaublich. Aber wohin, ne? Ich meine. Seid gesegnet. Kostet ja nichts, ist falsch, ne? Aber. Warum nicht? Such den Pfad des Lichts. Hier gibst du Angel und. Da nehme ich mir auch ein paar Nimm den mit. Weg, den nur wenige gehen. Ich glaube genau genommen, dass alle diesen Weg hier gehen müssen, Mädchen. Ne, die Azur-Mythos-Inseln. So, ich renne jetzt schnurstracks allerdings da oben auch in diese Richtung. Vorläufig, wie gesagt, wir liegen sehr gut in der Zeit. Ne? Ich habe aber jetzt für, ne, ich will nicht sagen für heute die Schnauze voll, weil ich glaube, ich werde tatsächlich gleich noch ein bisschen was anderes aufnehmen.
Naja, aber auf jeden Fall konnten wir so schon mal hier einen schönen Eindruck nochmal gewinnen. Ne? Und ich würde mir hier auch die eine oder andere Ecke angucken, nochmal ein bisschen genauer. Ne, nur jetzt will ich erstmal hier hin. Ich hoffe, dass man hier Doppel-EP ansammeln kann. Das wäre ja auch mal was Schönes. So, wir nehmen natürlich auch hier alle Quests. Wir nehmen alles an. Dem Licht. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Ja, wie mögen die Tage lang sein? Ne? Wer will denn lange Tage haben? Möge das Licht euch umarmen. Auch hier wir ist, ne? Man sieht irgendwie... So richtig aufgezwungen. Seid wachsam. Okay, ich bin Schamane. Ich brauche eigentlich, glaube ich, keine erste Hilfe. Seid herzlich gegrüßt. Den Stoff kann ich mir dann zum Verkaufen sparen und... Da, Moment, erstmal... Okay, ich soll hier rein. Ne, dann kann ich auch gleichzeitig hier schon mal die Magiestofftaschen. Zack und zack. Ne, hier dachte ich mir, kleine Taschen reichen für den Anfang erstmal aus. Ne, puck, puck. Puck. Und puck. Ne, wobei, das sind ja austauschbare Taschen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, ne, irgendwie auf einmal später, ne, wie jetzt, ne, sie hier auch 16er Taschen haben. Wollt ihr kaufen? Handeln? Ja, willst du kaufen? Ich wolle Rose kaufen? So. Gute Reise. Dankeschön. So, nee, hier stehen wir eigentlich dann ganz gut. Ne? Also wir haben unsere Taschen, ja, wunderbar. Ne? Taschen sind immer gut. Wir sind hier erfolgreich durch das Startgebiet, beziehungsweise durch das Anfangsstartgebiet durch. Ein bisschen was kommt noch, ne? Bis Level 20, glaube ich, können wir uns hier aufhalten. So, ich mach mal so, ne? Stell sie mal hier schön hin. Ja, ist doch putzig, unsere kleine Belfry, oder? So, Leute, ne, dann soll es hier für den ersten Eindruck mal gewesen sein. Ne? Ich denke, wir werden hier zwischendurch dann mal wieder sie einloggen und dann noch ein bisschen weiter gucken. Zwischendurch allerdings auch den Schamane, aber auch meine regulären Charaktere will ich ein bisschen weiterspielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt. Das zeigt mir dann zumindest, dass ihr auch Interesse daran habt, noch ein bisschen weiter zu gucken. Und ja, abonniert meinen Kanal, ne? Aktiviert die Glocke, dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, wenn neue Videos von mir kommen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video hier. Ne? Entweder hier oder woanders. Ne? Ich bin der Chris von I Am Korgen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nachtruhe, sage ich einfach mal. Ne? Und ja, ne? Bis dann.